Also es war so, wir hatten einen Löwen da, einen zahmen Löwen, wie sich das gehört, und der sollte dort eine kleine Episode machen. Er geht zum Brinkmann in den Garten, legt sich dahin und die Tochter von Sascha Lehn, aber nicht direkt, der war verheiratet, die sollte mit dem Löwen spielen. Und der musste vorher durch eine Stadt gehen und dann haben wir gesagt, ja, ist kein Problem, das sind 250 Leute, Passanten, die gehen und sehen, wie der Löwe da kommt, rennt natürlich wieder weg. So, diese Löwe, ich wurde vorgestellt, dass ich was damit zu tun habe, da musste ich mit den, hier mit den Löchern so machen. Da wusste ich, ich gehöre jetzt dazu. Jetzt ist der immer leider hinter mir gewesen, wenn ich inszeniert habe. Der hätte im Käfig sein sollen. Wenn ich inszeniert habe, sollte er weg sein. Nein, was macht er? Der ist immer so auf allen Vieren hinter mir hergegangen und ich habe ihn nicht gesehen. Und irgendwann bleibe ich dann so stehen und gucke dann so in die Ferne und denke, Mensch, da können wir jetzt doch das machen, das machen, das machen. Mittlerweile hat dieser blöde Löwe, ist nach vorne gegangen, hat mit seinen Pranken meine Wade genommen, seine Krallen rausgefahren und hat in die Hose reingebissen, weil die so geflattert hat. Er wollte spielen. Nur bei diesem Riesenschädel hat er dann einen Großteil von meinem Fleisch da unten aus der Wade rausgerissen. Und dann lag ich 45 Sekunden unter dem Löwen, bis man das Maul aufgemacht hat und den Fleischlappen wieder rausgeholt hat. Es ist immer noch sichtbar. Das Drum hat er mir rausgerissen. Der Schmerz sind nicht mehr. Überhaupt kein bisschen Schmerz. Ich habe nichts gespürt. Für mich war das einfach so, muss ich wirklich sagen, ich habe Adrenalin gehabt, pur, und das war 11.30 Uhr, habe ich gesagt, das ist jetzt 11.30 Uhr, dann machen wir eine verfrühte Mittagspause und um 14 Uhr machen wir weiter. Und jeder hat mich angeguckt, als wäre ich vom anderen Stern, weil das irgendwie schwindig. Und da gibt es Fotos davon, wo während ich unter dem Löwen liege und schreie, die Leute neben mir stehen und Kaffee trinken und mich so angucken, als wäre das das Normalste von der Welt, dass jemand unter dem Löwen liegt.